Ja, hallo zusammen. Heute ein kleines Video wieder zum Thema so Must-Have einfach, ne? Und hier mache ich ja ziemlich viel Service, Wartungsarbeiten und so weiter und so fort. Und ich habe einen sehr durchgemixten Fuhrpark, ne? Ich habe nicht alles, aber doch schon sehr durchgemixt. Und da kommt man ja auch zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bremsflüssigkeitswechsel solltet ihr wechseln. Ich habe es, glaube ich, schon sehr, sehr häufig gemacht. Und ich sehe aber trotzdem auch hier immer wieder Autos, die hinkommen, wo dann die Bremsflüssigkeit 4 oder 6 Jahre alt ist. Ne? Also ich sag mal, so aus meiner Erfahrung heraus, nach 2 Jahren sollte Schluss sein. Vielleicht könnt ihr auch noch ein drittes Jahr fahren, aber ihr müsst immer überlegen, Bremsflüssigkeit zieht Wasser, das System fängt von innen her an zu gammeln. Ne? Ich habe genug Videos zu diesem Thema schon gemacht, ne? Findet ihr in meinem Kanal, so ein Golf mit ABS-Problemen, ja, wo das von innen weggegammelt ist, ja, wo man dann durchspülen muss. Probleme im Hydrauliksystem sind einfach auch immer kostspielig. Und wenn man sich das durch einen regelmäßigen Bremsflüssigkeitswechsel in Anführungsstrichen sparen kann, ist das ja auch was. So. Die mein Video vielleicht gesehen haben, das lief jetzt also schon, deswegen weiß ich nicht, wie weit die Zeitdifferenz ist zu diesem Video. Ich hatte ja mal einen Toyota beim Bremsflüssigkeitswechsel gehabt und das hat wirklich nur 25 Euro gekostet. Ne? Also nur mal so zur Info, ich wollte nur noch mal drauf eingehen. Also Bremsflüssigkeitswechsel muss nicht teuer sein. Es gibt aber auch unterschiedliche Bremsanlagen, wo vielleicht auch eine gewisse Arbeitsprozedur eingehalten werden muss. Wir reden jetzt nicht einfach hinten von aufmachen und dann strömt das Ganze durch, sondern da gibt es dann vielleicht auch andere Systeme, wo man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten muss. Ne? Wo dann vielleicht nochmal die ABS-Pumpe angesprochen werden muss und so weiter und so fort. Ne? Deswegen nicht Einheitspreise. Allerdings muss ich sagen, 25 Euro, das ist günstig. Finde ich günstig. Ja, wenn man jetzt 18 Euro plus Mehrwertsteuer plus, keine Ahnung, die Bremsflüssigkeit, die dann da verwendet wird. Kann man eigentlich nicht meckern. Jetzt machen wir das natürlich hier in regelmäßigen Abständen. Ihr wisst, ich habe 3 Autos plus Family plus Friends. Und ich hatte in der Vergangenheit ja immer das Ding. So, das Ding ist auch gut, meiner Meinung nach. Hält auch schon Ewigkeiten hier. Ihr braucht natürlich Pressluft. Das ist Voraussetzung, sonst geht das nicht. Ich hatte ja auch mal so ein Video gemacht, wo das mit so einem Spülkopf von so einer Spülflasche geht, ja, das dauert. Ja, wenn ihr nur ein Auto habt und das vielleicht dann alle 2 Jahre mal machen müsst, dann ist das ja auch in Ordnung. Allerdings, wenn ihr sowas regelmäßig macht, braucht ihr schon ein Gerät. Ein halbwegs vernünftiges. Also das funktioniert. Das verlinke ich euch. Das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Bedingung ist Pressluft. Ist sowieso. Ne? Entweder Strom oder Pressluft. Eins braucht ihr eigentlich immer. Ich hatte jetzt im Zuge, für die Leute, die mich verfolgen und haben vielleicht das Kompressor-Video gesehen, ich habe also, dadurch, dass ich das jetzt im Anschluss drehe, kann ich natürlich das Feedback, was ihr mir in dem Kompressor-Video geben würdet oder gegeben habt, nicht in dieses Video einfließen. Also ich möchte das nicht ignorieren, sondern für mich ist es so, dass ich das jetzt hintereinander wegmache und dann natürlich auch veröffentliche und dann einfach auf euer Feedback hoffe. Das Feedback ist in der Regel sehr groß, sehr gut und ich muss sagen, auch so diese ganzen Kommentare mit Beleidigungen oder so, das hält sich irgendwie alles super in Grenzen. Ne? Ein paar hast du immer dabei und da vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs. Mir hat jemand geschrieben, ein kritischer Kommentar, wenn ich Eier hätte, würde ich den stehen lassen und so. Ne? Und da muss ich sagen, sofern ihr jetzt nicht persönlich werdet. Ihr könnt eine andere Meinung haben, ne? Das ist ganz normal und ich stehe auch nicht auf Einheitsbrei, deswegen ist das absolut in Ordnung. Das heißt, wenn ihr eine andere Meinung habt oder ein anderes technisches Level, was Wissen anbelangt, es gibt die Leute, die haben vielleicht eher so hobbymäßiges Interesse, das bin ich zum Beispiel, es gibt Leute, die haben vielleicht nur rein zufälliges Interesse und es gibt die Profis. So, und ich glaube, es ist nichts Geileres, wenn der Profi sein Wissen teilt und der vielleicht sagt, ich weiß es nicht, aber ich würde es ganz gerne lernen wollen, sich da was von annimmt. Und wenn wir auf so einer Basis die Diskussion führen, dann wird kein Kommentar gelöscht. Wenn aber, ich sag mal, ich werde die Schimpfwörter jetzt nicht wiederholen, egal ob das jetzt mir gegenüber ist oder anderen Leuten gegenüber ist, dann finde ich, gehört das da nicht hin. Und da sage ich ganz ehrlich, da gibt es genug andere Kanäle, das könnt ihr euch dann da, könnt ihr euch austoben, so viel wie ihr wollt. Und dann muss ich leider so einen Kommentar löschen. Aber nur wenn einer jetzt vielleicht einen kritischen Kommentar sagt oder vielleicht auch mit dem Video nicht zufrieden ist, dann ist das absolut in Ordnung. Und ich glaube, wir stehen bei 34 Videos im Moment. Und dass da auch immer mal ein Thema bei ist, was dich vielleicht nicht interessiert, ja, oder das vielleicht auch einfach ein bisschen schlecht gemacht worden ist, sorry dafür, aber selbst
wir werden auch nicht alle 4 Jahre jedes Mal Weltmeister. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen, das ist einfach so. Man kann es nur so gut spielen, wie man es kann. Und deswegen kann es auch schon mal sein, dass vielleicht ein Thema dabei ist, was euch nicht interessiert oder die eine Gruppe. Ich mache ja generell meine Themen sehr vielseitig. Es sind ja auch meistens abgeschlossene Dinge. Und deswegen kann es schon mal sein, tut mir dann leid, vielleicht ist das nächste Video was für dich. Und es kommen ja im Moment 3 Videos in der Woche. Okay, ich habe jetzt was gekauft und das war auch wieder so eine Budgetsache. Ne? Budget ist wie immer knapp, wir wollen das immer ganz funktional machen und wir haben ja immer gesagt, wir wollen immer mit möglichst einfachen Mitteln viel erreichen. Das ist der Sinn meiner Garage und das heißt nicht, dass wir auch mal investieren müssen, aber wir wollen es natürlich immer auf dem Niveau halten, dass vielleicht ein normaler Schrauber oder der sich hobbymäßig für solche Sachen interessiert, damit klarkommt. Und ich habe jetzt ein neues Bremsflüssigkeitswechselgerät gekauft und das ist das Ding hier. Boom. Habe ich bei Amazon gekauft. Auch da habe ich mir so ein bisschen die Bewertungen durchgelesen und habe auch da festgestellt, dass ein und dasselbe Gerät, ich hatte das glaube ich schon mal bei dem Kompressor-Video gesagt, dass ein und dasselbe Gerät mal sehr positiv bewertet wurde und mal negativ. Ja? Obwohl bis auf die Farbe, bis auf vielleicht 5 Euro oder so oder Versandkosten, ja, nein, oder Lieferzeit, 1-2 Tage mehr, plus, minus, wie auch immer, die Geräte gleich ausschauen. Jetzt kann es ja um die inneren Werte gehen und das schauen wir uns mal an. Während wir ja mit dem Gerät, also mit dem, was ich gerade gezeigt habe, ja hinten an das Lüfterventil gehen, haben wir jetzt hier ein Gerät, was direkt auf den Behälter kommt. Beziehungsweise nicht das Gerät kommt direkt auf den Behälter, sondern der Anschlussschlauch. So. Und da werden wir jetzt ganz einfach mal reinschauen. Das ist auch nicht gesponsert, das habe ich mir selber gekauft, weil ich musste so ein bisschen abwägen. Kompressor, nimmst du einen günstigen Kompressor, dann kannst du das Ding noch nehmen. Oder nimmst du einen hochwertigen Kompressor, dann kannst du aber nur das eine nehmen. Aber jetzt kurz vorm Winter, in Anführungsstrichen, wir stehen ja erst beim Herbst, wird hier wieder die Sau los sein. Das mit 100%iger Sicherheit. Und deswegen schauen wir da mal rein. Ich habe das noch nie verwendet. Wir hatten früher, in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, ist schon ein paar Jahre her, hatten wir auch so ein Standard-Original-Volkswagen-Bremsflüssigkeitswechselgerät. Das war auch das zum ganz normal auf den Behälter schrauben. Ja. Jetzt sind aber die Volkswagen-Behälter alle gleich. Ja, bis auf vielleicht die zugekauften Modelle, das weiß ich nicht. Ne? Da gab es ja dann auch mal so ein Taro zum Beispiel. Ja, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen noch. Ein Taro, war glaube ich ein Hilux. Ja. So, da kann es schon mal sein, dass dann praktisch sowas anders ist. So, aber nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal hier rein, schauen mal, was hier drin ist. Und auch hier, normalerweise finde ich das an sich schon besser, weil ihr solltet Bremsflüssigkeit nicht lagern, also zumindest nicht lange lagern. Bremsflüssigkeit hat immer so eine Halbwertszeit, ich sag mal so von 2-3 Jahren. Und oftmals ist es so, ihr kauft euch 5 Liter, weil es günstig ist, und stellt das Ding dann in eine Garage. So, wo sie dann, keine Ahnung, 4-5 Jahre steht. Sowas könnt ihr wegschmeißen, sowas solltet ihr nicht tun. So, wir haben jetzt hier so ein Ding hier gekauft. Und das, was natürlich wichtig ist, ich fange jetzt ganz einfach mal damit an, das ist jetzt praktisch so ein Bundle, wo auch die Adapter mit drin sind, weil nicht alle Anschlüsse sind gleich. Und was auch wichtig ist, ihr könnt es wieder nicht bei allen Fahrzeugen verwenden, weil bei vielen Fahrzeugen ist der Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters unter der Wasserkastenabdeckung. Da müsstet ihr erst die Wasserkastenabdeckung abbauen, wenn ihr was auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter drehen würdet. Ich glaube, Ford Focus zum Beispiel hatte ich hier mal. Und dafür braucht ihr dann das andere. So, wir fangen mal hier an. So, hier haben wir Adapter. Ja, ich habe keine Ahnung, wofür das jetzt hier ist. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Und hier haben wir die ganzen Adapter. Vielleicht ist auch sowas in irgendeiner Art und Weise auch universal. Geht vielleicht auch, dass man das universal so draufdrücken kann auf den Behälter, wie man das bei Kühlerdruckpumpen auch so machen kann. Ja, werden wir also theoretisch mal ausprobieren. So ein Ding hier. Hier sowas. Ja, ich glaube, das sind so Bänder wahrscheinlich, die wir dann wirklich um den Behälter machen können. Genau, das ist doch sowas. Ja, da müssen wir mal ablegen. Das ist geil. So, und zwar habt ihr praktisch, so wie sieht das Ganze aus, oder so würde ich das zumindest für meinen Teil erstmal interpretieren, das und dann kommt das hier so rum. Versteht ihr, was ich meine? Und dann könnt ihr unter den Behälter gehen.
Und dann könnte es beim Ford oder bei manchen anderen Modellen trotzdem passen. Weil bei uns war der Hydraulikanschluss immer mittig oben drauf. Ne? Dann hattest du den Deckel und dann hattest du noch den Schlauch. Und das hat nie gepasst. Und das könnte ja trotzdem flach genug sein, dass man den Behälter praktisch dann darüber abdichtet. Coole Sache. Also geht in Richtung Universal. Das sagt mir jetzt auf Anhieb erstmal nichts. Vielleicht fällt euch was dazu ein. Aber hier ist zumindest schon mal auch ein Pressluftanschluss dran. Auch hier, ja, keine Ahnung, LKW oder so. Weil hier sind so zwei Öffnungen. Ne? Gibt es Autos, die zwei Bremsigkeitsbehälter haben hintereinander? Hatte ich jetzt hier in der Form noch nicht. Aber das sieht praktisch so aus, ne? Als würde man das Ding dann wirklich insgesamt oben drauf machen. Also schon sehr, sehr geil. Hätte ich jetzt so persönlich keinen Bedarf mit, habe ich nicht. Aber für die ganz gut. Vielleicht für den einen oder anderen. Sagt mir jetzt auch nichts. Vielleicht wisst ihr es auf einen oder es fällt mir bestimmt im Nachhinein noch ein. Aber das haben wir jetzt. Okay, wichtig ist, was ich ja brauche für mein Auto, ist Volkswagen Gruppe, Smart, Toyota. Das heißt, für meine Autos erstmal am wichtigsten. Aber wenn wir die ganze Volkswagen-Gruppe haben, die Adapter sollen auch für Mercedes, für Opel, für BMW sein. Das heißt, wenn wir das Gängigste wieder abdecken. Bei Toyota hätte ich jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, ob Toyota jetzt berücksichtigt wird. Weil Toyota ist natürlich auch wieder unterwegs. Deswegen können wir das jetzt leider nicht ausprobieren, ob das an dem Auris funktioniert. Aber wir werden trotzdem wahrscheinlich Glück haben, dass wir das natürlich hier mit diesem universalen Ding hinbekommen. Also eigentlich schon eine coole Sache. Ne? Gab es als Wandel, also habe ich jetzt so gekauft. Wichtig ist, ihr werdet immer auch ein Auto haben, was damit nicht geht. Das ist einfach so. Wenn ihr etwas Ausgefallenes fahrt, aber die meisten Bremssysteme sind ja, ich sag mal so Bosch, ATE und wie sie alle heißen. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Bremsenhersteller, Bendix und wie sie alle heißen irgendwo. Ich glaube, dass wir das damit schon abdecken. Und so, wenn ich mich erinnere, sind die Behälterdeckel schon sehr, sehr ähnlich. Okay, das haben wir schon. Wir haben eine Bedienungsanleitung, legen wir natürlich erstmal weg. Und dann haben wir hier dieses Ding. So. So, hier ist nichts mehr drin. Das können wir auch wegmachen. So, so sieht das Ding aus. Schlauch. Was wichtig ist, und das sieht mir jetzt zum Beispiel so danach aus, dass es das nicht ist, das ist ja diese Auffangflasche. Ne? Wir geben ja Druck am Behälter in das System rein und durch die frische Bremsflüssigkeit wird die alte rausgedrückt. Hier bei dem anderen Gerät saugen wir ja raus und ziehen praktisch die alte Bremsflüssigkeit aus dem System und die neue wird praktisch durch den Behälter angesaugt. Wichtig ist immer, das ist jetzt hier nicht der Fall, ihr müsst alles das, was Bremse anbelangt, Silikonschläuche haben. Ja, hier ist zum Beispiel jetzt so ein Standardschlauch und das ist jetzt hier, jetzt zeige ich das mal eben, das sind diese Silikonschläuche und ihr seht, dass der Silikonschlauch, also auch hier nach, keine Ahnung, wie oft benutzen, immer noch in Anführungsstrichen weich ist. Ich bin überzeugt davon, wenn wir das Ding jetzt zwei, dreimal verwenden, wird das Ganze wahrscheinlich steinhart werden, aber wir haben zumindest sogar sowas wie eine Flasche, wo die alte Bremsflüssigkeit reinkommt. Ich würde sagen, das Ding ist ein bisschen kurz und ihr seht, wie starr der Schlauch ist. Also da werden wir uns sicherlich mal was überlegen müssen, aber es ist ja nicht weiter schlimm, weil wir haben ja das Ding noch. Ne? So. Und wenn man jetzt überlegt, ihr müsst teilweise vielleicht von innen, ne, Golf 5 ohne Rad abzuschrauben, kann es ein bisschen eng werden. Ne? Aber die Pulle ist ja schon mal nicht schlecht und so ein Stück Silikonschlauch kriegen wir auch immer überall her. Ne? Aber das ist das eben, das sind so die kleinen Teile. Und jetzt haben wir hier dieses tolle Gerät hier. Ne? Es ist gekauft, nicht gesponsert. Wir haben hier Pressluft, wir haben hier so einen super Griff dran und wir können jetzt, das ist ganz schön schwer, ich habe euch jetzt nicht mal rangestellt, wichtig ist bei so einem Gerät, dass nicht der ganze Behälter unter Druck gesetzt wird. Oder eigentlich ja, eigentlich wird der ganze Behälter unter Druck gesetzt, aber dass Pressluft und Bremsflüssigkeit her getrennt sind. Hier muss eine Membrane zwischen sein. Es gibt Geräte, die haben keine Membrane.
Ja? Und Bremsflüssigkeit sollte nicht mit der Umgebungsluft oder mit Pressluft in Verbindung kommen. Ja? Und deswegen, wenn ihr jetzt hier reinschaut und ihr kauft so ein Ding, ja, in dem Fall kommt jetzt hier die Bremsflüssigkeit ganz einfach rein. So, und hier ist jetzt eine Membrane drin und dann wollen wir mal hoffen, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Hier haben wir jetzt noch eine Druckanzeige, ja, und wir haben natürlich hier noch die Möglichkeit, den Druck einzustellen. Ist auch ganz wichtig, auf zu und Druck verstellen, denn wir können ja nicht die 8 Bar oder die 10 Bar, die ihr auf dem Kompressor habt, durch das Bremssystem jagen. Dann wird sich wahrscheinlich immer eine Behälter so plopp. Ja, oder das, was auch sehr gerne nachgibt, da müsst ihr auch mal drauf achten, sind die Befestigungen vom Kupplungsnehmer- und Geberzylinder. Ne? Also auch da immer ein bisschen aufpassen. Unterm Strich ist es das aber jetzt. Und wir haben einen Schlauch, der, ich würde sagen, das ist schon okay. Ne? Ich meine, ganz so hoch geht ja jetzt auch meine Hebebühne nicht, aber das ist von der Länge her schon in Ordnung. Macht einen schlanken Fuß, das Ding. Das heißt, wir werden jetzt eins machen, wir werden jetzt einfach mal Bremsflüssigkeit reinkippen. Die habe ich jetzt hier oben stehen. Ich nehme in der Regel, oder ich habe hier meistens nur Fahrzeuge, die kriegen eine Dot 4 bzw. den Dot 4 Plus. Ja, der Unterschied zwischen Dot 4 und Dot 4 Plus ist, dass bei Volkswagen diese Dot 4 Plus für Fahrzeuge mit ESP verwendet wird. Die ist noch ein bisschen von der Viskosität ein bisschen dünner, was bedeutet, dass ESP kann noch ein bisschen feinfühliger ansprechen. Ja, das ist eigentlich der Unterschied. So. Die nehmen wir jetzt ganz einfach mal, die ballern wir jetzt da rein und da ist auch, glaube ich, nicht mehr viel drin. Ja, ist schon wieder alles weg und Bremsflüssigkeit, in dem Fall jetzt die, ganz ehrlich, die müssen einer bestimmten Spezifikation entsprechen und ich persönlich habe noch nie schlechte Bremsflüssigkeit gekauft. Noch nie. Ja. Okay, jetzt geben wir das mal da rein und schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ich habe jetzt doch mal die Bedienungsanleitung zu Rat genommen, obwohl das Ganze relativ simpel und einfach ist. Du gibst da Bremsflüssigkeit rein und stellst einen Druck ein. Und ich kenne es jetzt nur so, dass unser Bremsflüssigkeitsbehälter, was ich ja mal, oder Gerät, was ich vor Jahren mal hatte, beziehungsweise was ich früher mal in der Firma benutzt hatte, das ging so bis, war eigentlich immer so 1,8 bis 2 Bar. Fängt es allerdings jetzt nicht an. Ja, das ist natürlich dann schon schade, wenn keine deutsche Bedienungsanleitung dabei sind. Deswegen werden wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen durchlesen. Hier ist allerdings eine Skala drauf, die doch sehr eindeutig ist. Hier gibt es eben ein grünes Fenster und ein rotes Fenster. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal eben. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich denke mal, wenn wir da im Grün bleiben, wir werden auch erstmal anfangen im unteren grünen Bereich. Dann denke ich mir, wird das Ganze schon irgendwie funktionieren. So, wir mal gucken. Soll also bis zu 5 Liter passen, reinpassen. Aber ich werde jetzt nicht mehr alles reinmachen, weil ich ja das andere Gerät durchaus auch noch brauche. Und wie gesagt, ich kaufe immer kleine Mengen. Bei mir in der Regel ist das immer 5 Literweise. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch erstmal genug Bremsflüssigkeit brauchen, um die Schläuche alle voll zu bekommen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie gut sind die Schläuche. Das werden wir also auch dann herausbekommen. Machen wir das Ding mal hier dran. So. Mal gucken, ob auf oder zu. Warum jetzt der ganze Savon ja gleich um die Ohren fliegt. Ich habe jetzt erstmal zugemacht. Ach, das ist um die Bremsflüssigkeit abzulassen, den Druck abzulassen. So, gucken wir mal. Ihr könnt, ich habe jetzt die Bedienungsanleitung nicht gelesen, einfach hier drauf, das könnt ihr verschließen und das ist praktisch, um den Druck später abzulassen. Ja, könnt ihr das auch öffnen. Und ich habe das Ding jetzt so eingestellt, dass wir erstmal ganz am Anfang des grünen Bereichs sind. Das zeige ich euch mal eben. So sieht das Ganze aus. Das heißt, über den Druckminderer haben wir dann hier hinten die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Ich fange allerdings jetzt erstmal mit kleinen Sachen an, weil ich selber schon die Erfahrung gemacht habe, wenn der Druck zu groß ist,
Normalerweise sind die am Behälter schon sehr, sehr dicht. Ja, aber das, was wirklich ein Problem sein kann, Geberzylinder, dieser Schlauch, der ist oftmals nur lose draufgesteckt, ja, oder mit so einer ganz komischen Schelle festgemacht. Und das Problem ist, wenn euch das da eine Undichtigkeit habt, dann läuft euch der ganze Fußraum voll. Ja, deswegen ist viel Druck in dem Fall nicht immer gut. Theoretisch war es das schon. Ja, wir können jetzt, wenn wir das jetzt hier machen, können wir mal gucken, was jetzt passiert. Ja, der Druck geht, fällt auch. Ach, Kompressor läuft und man kann weitermachen. Wir haben das Ding jetzt hier auf. Das machen wir mal zu. Machen wir da mal ein Ding drauf. Machen wir jetzt einfach mal irgendein. Ist drauf. Da ist sie schon. Schnell zudrehen. Da ist sie. Perfekt. Und jetzt können wir theoretisch ganz normal Bremsflüssigkeit wechseln. Ja, es ist hier der Druck noch mal ein bisschen gefallen. Ich denke mir mal, dass wenn man das wirklich anschließt, dann den Druck noch mal kontrolliert, dann haben wir an sich alles. Geil, 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 geil. Ja, wir müssen auf jeden Fall bei diversen Autos hier noch Bremsflüssigkeitswechsel machen. Deswegen stelle ich euch an der Stelle jetzt dieses Gerät also auch nur einfach mal so vor. Aber ihr kennt es ja dann, ne? Den richtigen Adapter aussuchen, habe ich euch erklärt. Ne? Und wie das Gerät jetzt funktioniert, habe ich euch auch erklärt. Theoretisch war es das jetzt auch erstmal. Ich bin echt gespannt, wie gut das funktioniert und ob wir vielleicht eine Zeitersparnis beim Bremsflüssigkeitswechsel haben. Ja, vielleicht ist es einfacher, das Gerät anzuschließen und es wird wirklich mit Druck durchs System geschossen. Vielleicht geht das im Ganzen schneller, als wirklich zu saugen. Ja? Müssen wir auch ausprobieren. Also das ist auf jeden Fall das Neue und ich bin echt gespannt, wie lange das hält. Und in dem nächsten Video oder in einem der nächsten Videos werden wir das Ding in der Praxis wirklich zeigen. Aber letztendlich, ne? Adapter drauf, aufdrehen, fertig und dann die Flüssigkeit einfach laufen lassen. Okay, letztendlich war es das auch in diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, man sieht sich. Ciao, ciao. Leute, kleiner Nachtrag. Ist vielleicht noch ganz wichtig, wenn ihr das Gerät abklemmt, könnt ihr praktisch hier drüber den Druck ablassen. Ne? Das heißt, ganz normal Pressluftanschluss abklemmen und dann hier rüber den Druck ablassen. Warum? Zeige ich euch jetzt mal eben. Weil da ist ja eine Membrane drin. So, und was da passiert, das male ich jetzt noch mal eben auf die Schnelle an. Bisschen schematische Darstellung, aber das ist jetzt praktisch das Bremsflüssigkeitsgerät. Das ist jetzt der Behälter. Hier oben füllen wir die Bremsflüssigkeit rein und hier unten kommt praktisch die Luft rein. So, und hier ist eine Membrane drin. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Wenn da keine Membrane drin ist, sondern der ganze Behälter unter Druck gesetzt wird, kann sowas auch funktionieren. Das Problem ist ganz einfach, dass man natürlich Bremsflüssigkeit nicht in Luft, mit der Luft verbinden sollte. Das funktioniert sonst nicht. Das heißt, hier ist unsere Bremsflüssigkeit drin. So, und wenn wir jetzt hier Druck drauf geben, geht diese Membrane hoch. Und je weniger Bremsflüssigkeit drin ist, je höher geht die. Ja? Und deswegen sollte man hier darauf achten, dass man den Druck auch entsprechend ablässt, damit sich die Membrane nicht die ganze Zeit, wo man das Gerät nicht benutzt, dann praktisch auf Spannung ist. Weil irgendwann gibt sowas natürlich auch nach und dann ist so ein Ding wahrscheinlich auch ruckzuck kaputt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie lange das Ding hält. Also, wie gesagt, drucklos machen und immer möglichst vermeiden, dass Pressluft mit Bremsflüssigkeit zusammenkommt. Okay, das war es jetzt noch und jetzt ist wirklich Schluss. Bis dann. Ciao, ciao.